Stopp! Nicht creepen! Verdammt! Ey! Das Haus hier ist auch echt jetzt schon hässlich. Ich bin wirklich gut enttäuscht. Abgesehen von dem hier, Tobi. Einfach ein riesiger Haufen. Heute spielen wir zusammen Minecraft im Community-Event, meine F***. Und wir haben hier 100 Grundstücke. Und 20 Millionen Immobilien. 100 Spieler. Und 100 mal den Creative Mode. Leute, folgendes. Okay, warte. Chat, Mitspieler, Kandidaten. Wir haben 100 Inseln in einem seltsamen Atoll erblicken können. Yorkshire. Schreibt ihr auf Instagram, wenn ihr mitspielen wollt. Hat es möglich gemacht, diese 100 Inseln hier zu bevölkern. Leon aka Shotbite hat uns netterweise ein passendes Plugin dazu erstellt. Marcel, Tobi haben das Ganze hier auf diesem Server möglich gemacht. 100 mutige Kämpfer, die sich basically gerade nur die ganze Zeit schlagen, ziehen nun aus auf ihre eigenen Inseln und werden ihre Grundstücke bebauen. 100 Spieler und die Frage bleibt, wer ist Bob der Baumeister und wer wird das beste Grundstück bebauen? Behaltet nur eine Sache im Hinterkopf, die Insel soll eine Insel bleiben. Und ihr baut da nicht einfach eine Betonplatte, weil wer eine Betonplatte baut, der wird gebannt. 100 Spieler machen sich nun auf, ihre Inseln zu bebauen. Tobi, starte das Event. Ey, die sind alle wegteleportiert. Hä? Was? Wallah, wo sind die? Also, 100 Spieler jetzt, jeder auf einer Insel zugeteilt. Jeder hat jetzt seine eigene Insel. Ihr habt jetzt alle Game Mode. Ihr könnt eure Inseln nicht zusammenlegen und es gibt nichts zu gewinnen. Außer, was denn? Die sind alle auf einer Insel. Hä? Also ihr sollt nicht alle auf eine Insel. Ah, jetzt warte mal ganz kurz. Stopp! Nicht creepen! Wer legt da TNT? Hört auf! Ey! TNT macht keinen Schaden. TNT macht. Digga, diese eine Insel ist einfach komplett hops genommen. Another one. Ihr könnt die Insel bebauen, wie ihr wollt, im Creative Mode. Die Leute, die hier richtig, richtig gut spielen, die ersten 10 Plätze belegen, ja, kriegen von mir aus für die nächsten 3 Stream-Events von mir einen safen Whitelist-Platz. So ein Ding ist das, okay? Das mache ich jetzt hier einfach mal an der Stelle, ja? 100 Leute, wir sind 100 Leute, dann starten wir das Event in 3, 2, 1 und los! Alle auf ihre Insel. Alle Leute sind auf ihre Insel verteilt worden. Jetzt hat jeder seine eigene Insel. Ihr seid jetzt alle im Creative Mode und könnt jetzt anfangen, eure Insel nach Herzenswunsch und Lust und Laune zu bearbeiten. Ich bin gespannt, wie das Ganze hier von dann geht. Die ersten reißen einfach mal hier schon mal die Bäume weg und auch die Boote hier. Ihr könnt die Insel, wie gesagt, ein kleines bisschen vergrößern. Bedenkt bitte, dass die Insel immer noch eine Insel bleiben soll. Wer die komplette Insel hier mit einer Platte aus Bedrock oder sowas ausfüllt, der wird auf jeden Fall aus ästhetischen Gründen nie wieder zu so einem Streaming-Event eingeladen und darf nicht mehr mitspielen. Wir merken uns dann die Namen einfach an der Stelle. Moment kurz, was? Versucht bitte, die Charakteristik einer Insel weitestgehend beizubehalten. Ob ihr daraus jetzt einen Berg macht oder eventuell sogar nach unten baut oder so weiter und so fort. Macht einfach mal. Ich bin mal gespannt, was hier passiert. Arthur zum Beispiel, der baut hier einfach mal eine riesige Säule aus Cleanstone. Ist auch sehr interessant. Da fragt man sich doch wieder, was das soll. Der schmeißt seine Items ins Wasser. Alles klar, Bro, das ist nicht in Ordnung. Das ist Umweltverschmutzung. Bitte unterlass das. How dare you? Hier vorne haben wir jemanden, der definitiv auf jeden Fall am Terraformen ist. Ja, Tyjannik hier gerade schon dabei, die Insel größtenteils mit ein paar Höhenparametern zu belegen. Ja, damit das Ganze hier auf jeden Fall ein bisschen interessanter wird. Nice one. Der Bruder hier baut einfach irgendwas aus Cleanstone. Also man merkt auf jeden Fall schon, was hier an Leuten dabei ist. Der Typ hat gerade versucht, meinen Namen zu schreiben, kriegt es aber nicht hin. Er kriegt nicht mal ein R geschrieben. Überleg mal, wo könnte der letzte Block jetzt hinkommen? Ja, versuch's mal. Überleg mal, ganz klar. Alles klar. Er baut es einfach wieder ab. Perfekt. Interessant. Was, denn hat jemand versucht, einen Wizard zu spawnen? Ja. Hier vorne hat ein Typ ganz viel TNT auf seine Insel gesetzt. Ich weiß ja nicht, also, hier ist ein Wizard. Der hat einen Wizard gespawnt, das ist Don Balbano. Don Balbano hat seine Insel voller TNT und einen Wizard gemacht. Nein, warum? Ich hab... Ey. Du bist an der Stelle dann schon wieder raus. Schön, dass du dabei gewesen bist, Don Balbano. Aber der Wizard kann hier gerade nicht gebraucht werden. Jetzt sind die Lags wieder gone. Das liegt an Don Balbano, Leute. Soweit, so viel zu seiner Insel. Die ist auf jeden Fall nicht fertig geworden. Cooles Konzept, aber muss man ehrlich sagen, einfach alles kaputt zu machen. Der Bruder hier vorne hat einfach seine komplette Insel angezündet. Ich weiß auch nicht, was das soll. Titan Gamer macht sich hier gerade ran, seine komplette Insel anzuzünden. Hier vorne ist auch noch gar nichts passiert. Es gibt sogar Inseln, die hier noch nicht großartig bebaut sind, beziehungsweise die ein bisschen weiter außerhalb liegen. Er fängt gerade an, Sand aufzuschütten. Auch interessant, Romeox, okay. Revi, ich habe Dias OMG. Junge, du bist im Creative Mode. Du kannst die Dias aus dem Creative Mode nehmen, so viele wie du willst. Hier entstehen schon die ersten Häuser. Und ich sehe jetzt schon, dass es einfach ein riesiger Schundfleck werden wird, dieses Haus. Ganz tolle Nummer. Das Haus hier ist auch echt jetzt schon hässlich. Kann man nicht anders sagen, Dennis. Das hast du wirklich gut hinbekommen. Also momentan muss ich ganz ehrlich sagen, hier ist schon wieder der Nächste, der mit TNT seine Insel hier verschönern möchte. Wen haben wir denn hier? Schaut mal. Guck mal. Hey, Google. Was hast du davon? Wenn ich jetzt... Trage ich mein Herz auf der Zunge. Dich, Mann, mit deinem
Damen. Es bringt nichts, das TNT macht keinen Schaden, oder? Okay. Bau von mir jetzt dein Haus aus TNT, wenn du möchtest, gerne. Hier sehen wir auf jeden Fall weiterhin, wie gesagt, wie Tyjannik hier seine Insel direkt in ein Gebirgsparadies umändert. Hier ist auf jeden Fall ein Leuchtfeuer entstanden und ein Lagerfeuer, auch interessant. Hier entsteht was komplett Neues, nämlich noch eine fliegende Insel oben drüber von Arthur. Interessant, not bad, okay. Also wir sehen hier auf jeden Fall eine Menge Entwicklung, Leute, so ist es definitiv. Ja, also man sieht hier auf jeden Fall, dass die Leute sich hier echt teilweise Gedanken machen. Ich bin, wie gesagt, echt gespannt, wie das Ganze hier ausgehen wird. Ich würde sagen, wir lassen den Leuten ein bisschen Zeit. Was ist das hier vorne? Was zum... Was soll... Hier ist ein Diamant... Was steht hier? Ich bin reich. Ja, okay. Bro, also einfach Pit. Ja, gut. Never mind. Ist hier auch egal. Gut, Leute. Ich würde sagen, Dommelbahnhofsinsel hat mir jetzt am besten gefallen. Nicht. Oh, ganz kreative Idee. Ganz wilde Idee, die Gurke, Digga. Ganz, ganz wilde Idee. Ziemlich, ziemlich wilde und geile Idee. Mal gucken, ob er das so umgesetzt bekommt, wie er sich das vorstellt hier. Bin ich mal gespannt. Gut. Ich würde sagen, wir checken einfach gleich nochmal rein und geben uns mal ein bisschen Zeit hier und sehen uns dann gleich wieder. Frohes Bauen an der Stelle. Dankeschön. Hier tut sich ja doch einiges, ne? Klar wird das jetzt hier nicht der finale Rundgang sein. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal Arcani und einen anderen gruseligen Hund. Der wirklich aussieht, als bräuchte er eine Menge Hilfe. Hier vorne entsteht so eine Luxusvilla. Hier der Typ baut einfach nur riesige Bambusdinger. Okay. Hier haben wir einmal Misch mit Arcani zusammen. Sehr schön, Hakuna. 1, 2, 3. Was ist das für ein Skin? Junge, dein Skin ist so krank gruselig, Alter. Digga, was soll das? Lösch diesen Skin, Alter, mach den raus. Was das hier an der Stelle wird, will ich gar nicht persönlich gesagt wissen. Der Typ hat es gar nicht verstanden und hat die Insel einfach mal nicht gemacht. Also ich habe ja gesagt, es soll eine Insel bleiben. Der Kerl jetzt hat sein komplettes Grundstück hier einfach gedraint. Ich weiß nicht wie. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich habe sehr wenig Leute in meiner Community, die anständig bauen können. Kann das sein? Ja. Das ist wirklich ein... Das ist ein riesiger Sch*** hier. Der Typ hat einfach Meteoriteneinschlag... es ist so hässlich wegen Marvin. Ja, danke an Marvin an der Stelle. Ganz toll. Marvin ist schuld. Der ist auch hier drauf. Hier baut jemand ein Kerzen? Kronenleuchte? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Doch bei Bahnhofsgrundstück hat sich nicht so viel getan. Das hier ist auch eine ganz wilde Nummer. Ich verstehe es bis heute nicht. Sieht aber cool aus tatsächlich, ja. Das hier ist der hässlichste Leuchtturm aller Zeiten, der nicht mal symmetrisch ist. Das ist echt. Also das ist wirklich eine Unverschämtheit, dass ich hier solche Leute mitspielen lasse. Hier haben wir jemanden, der angefangen hat mit Terraform und sich gedacht hat, nö, kein Bock mehr. Sub to Revi. Ich habe dann dein Merch in New Horizons erstellt. Wenn du willst, schick mir. Was ist New Horizons? Der Animal Crossing ist es. Ah, geil, Bruder. Dankeschön. Ich spiele kein Animal Crossing. Aber geil, das ist auf jeden Fall mein Merch, mein Alter. Sehr gut, wird nochmal Zeit eigentlich für einen neuen. Naja, mir doch egal. Bis dato, Leute, muss ich ehrlich sagen, ich bin gut enttäuscht. Ich bin wirklich gut enttäuscht. Abgesehen von dem hier, Tobi. Das hier. Hallo. Das hier ist eine sehr starke Nummer. Alter. Das hier ist eine sehr starke Nummer. Achtung. Fühlbar. Dombalbano gebannt. Darf hier nicht mehr für Server. Echt gut, Digga. Eigentlich müsstest du noch mit Pistons hingehen, dass der die hochschiebt mit Pistons. Weißt du, hoch und runter. Das ist auf jeden Fall... Das überzeugt mich. Das überzeugt mich, Digga. Bin ich komplett enttäuscht. Du hast es ein bisschen besser gemacht. Das hier. Das hier ist... Was ist das? Das ist... Einfach ein riesiger Haufen Scheiße. Was macht ihr hier? Frau Atlantis. Marvin ist schuld. Tobi. Einfach nur gruselig, Mann. Was ist das hier? Tobi. What the f***? Mann, ihr Penner! Ich gebe euch die Möglichkeit, ein richtig geiles Event zu machen und ihr macht sowas daraus, Alter. Ey, das ist eine Insel. Oh, Junge, nee. Das Haus sieht extra cool aus hier. Das sieht cool aus hier. Das ist ein cooles Haus mit coolen Features, mit einem Whirlpool und 3 Etagen. So cool. Das hier ist auch ein sehr cooles Konzept, ja, mit diesem Upside Down. Boah, die bin ich mal zu mir. Der hat auch was Geiles. Das gefällt mir auch sehr gut. Oh ja? Das sieht brutal gut aus, Digga. Das sieht echt geil aus. Das hat so ein bisschen was von Mansion-Vibes, so, ne? So Gruselhaus-mäßig. Gegenüber hier die Insel ist auf jeden Fall gruselig wild, Wildhunter, weil das Haus hier. Achtung, der Keller ist feurig gefährlich. Hier ist kein Keller. Da ist echt kein Keller. Ja, ganz tolle Community, die ich hier wieder habe, wirklich. Man sollte meinen, dass wenn ich 7 Jahre Minecraft spiele, eigentlich als Hauptcontent, dass meine Community irgendwas da mitgenommen hat. Aber scheinbar ist das nicht der Fall. Ich schaue morgen früh einfach nochmal rein, bevor das Video hier online geht und werde mir ein letztes Urteil erlauben und dann morgen Abend im Stream die Gewinner mit euch picken. Ja. Ich muss ehrlich sagen, große Scheiße. Ganz tolles Ding. Leute, ich bin an der Stelle raus mit diesem wunderbaren Video. Das war's. Wir sehen uns morgen nochmal wieder und bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Ah, ein neuer Tag, meine Freunde. Wir schauen jetzt endlich mal hier auf die Endergebnisse von dem Ganzen. Ich würde sagen, wir fliegen hier einfach mal ein bisschen umher. Wir haben hier immer noch den wunderschönen Akani Revi. Falls ihr, by the way, das Endergebnis sehen wollt, das findet ihr heute Abend im Stream. Heute Abend im Stream machen wir nochmal einen richtig schönen Deep Dive hier in die ganzen Inseln rein und küren natürlich auch die 10 besten Gebäude hier gemeinsam und wählen hier die Gewinner aus, meine Freunde, die natürlich dann im Umkehrschluss immer einen festen Platz auf der Whitelist für die nächsten paar Events bekommen. Wir haben hier auf jeden Fall was ganz, ganz Wildes, und zwar hat hier jemand einfach mal das Ding upside down geflippt und hieraus eine Antarktis gemacht. Also eine richtig, richtig dope und nice Idee, Leute. Keine Ahnung, wie man so damn kreativ sein kann. Gefällt mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ich fände es cool, wenn wir irgendwie so eine Art Running Gag oder sowas etablieren. Was zum... Hier ein Vulkanausbruch. Nicht schlecht, Herr Specht. Hier mit einem echt coolen Steg. Hier wird sogar noch weiter gebaut. Sehr, sehr schön. Also es ist ja immer noch bis heute Abend Zeit. Hier hat jemand den Nether gebaut und versucht hier gerade einen Warzenblock zu bauen oder sowas. Ich weiß es nicht. Ey, extrem geiles Boot hier vorne. Nice one. Krass, dass sowas geht. Sieht richtig gut aus, Alter. Hier ein richtig nices Luftschiff. So eine Art Zeppelin mit so einer fliegenden Insel, die nach hier unten geht und so. Nicht schlecht. Ein bisschen mehr Vegetation, vielleicht ein paar Bäume dazu und so. Dann wäre das hier auf jeden Fall schon etwas, wo ich sagen würde, ach ja. Baba. Ja, hier auf jeden Fall die Beerdigung, meine Freunde. Do you know the way? Speed, speed, speed on you. Alles klar. Ich weiß nicht genau, was das hier ist. Keine Ahnung. Hier haben wir auch Carlos. Hier ist die Beerdigung von Don Balbano. Interessant. Hier haben wir an der Stelle Umatra und Trimax. Okay. Schade drum um die beiden. Und hier haben wir Knopf drücken für leckende Musik. Ohrenkrebs kommt. Das machen wir nochmal ganz kurz. Geil. LOL. 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 It's Mellow. Nice one. Sehr, 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 sehr dope. Gefällt mir richtig, richtig gut. Coole Idee auf jeden Fall mit dem Coffin Dance Meme. Dann haben wir hier eine richtig schöne Dschungelinsel und sowas. So richtig schön zugewuchert und sowas. Hier geht's also nochmal runter in den Minenschacht. Boah, geil. Wirklich cool hier unten. Sehr, 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 sehr nice. Sehr, 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 sehr nice. Wir haben auch so ein bisschen Terraforming hier. Also wie gesagt, verschiedene Leute, die hier was ganz Neues gemacht haben. Zum Beispiel hier diese Tropical Island. Richtig, richtig nice in dieser Höhle drin und so. Hier scheint noch so eine Art versunkenes Schiff zu sein. Also richtig, richtig cool in so einer kleinen Bucht drin. Also ihr seht auf jeden Fall, Leute, es hat sich echt einiges getan. Was 100 Spieler innerhalb von 24 Stunden hier erreichen, ist schon echt wild, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich würde sagen, Leute, wir belassen es dabei und küren heute Abend gemeinsam im Livestream die Gewinner. Ich denke mal, ich fange wieder um 16.30 Uhr an mit Valorant oder um 17 Uhr so um den Dreh und werde dann später noch wunderschön GTA spielen. Vielleicht sogar noch ein Community-Event machen, je nachdem, ob wir das hinbekommen. Und ich würde sagen, Leute, das war's mit diesem wunderschönen Video. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns heute Abend im Livestream. Macht's gut, haut rein. Ciao. Tschüss.